Es geht aber der Vorschlag für diesen Antrag kommt von Radfahrern aus Salzgitterbad. Der bestehende Radweg auf der Ostseite der Nord-Süd-Straße wird von Radfahrern sowohl stadtauswärts als auch stadteinwärts genutzt. Die Sichtachsen an den drei genannten Kreuzungsstellen sind für Pkw-Fahrer sehr eingeschränkt. Sie werden im laufenden Jahr durch weiteren Bewuchs noch weiter eingeschränkt, weil das grüne Zeug halt wächst. Die rote Markierung an bestimmten Radwegpforten hat sich im Stadtgebiet bewährt. Deswegen der Prüfauftrag an die Verwaltung. Der Beschlussvorschlag lautet, die Ratsfraktion der Linken schlägt die Kennzeichnung der Radwegpforten mit roter Markierung in Salzgitterbad an den folgenden Stellen vor. Hierzu prüft die Verwaltung die Kennzeichnung der Radwegpforten entlang der Nord-Süd-Straße in Salzgitterbad. Einmal an der Brücke der Nord-Süd-Straße, Braunschweiger Straße, und zwar zweimal nordöstlich der Brücke, einmal südöstlich der Brücke und dann die nordwestliche Auffahrt von der Südstraße auf die Burgstraße. Der Ortsrat Süd hat dem Antrag entsprechend diskutiert und hat diesem Antrag einstimmig zugestimmt, bei einer Enthaltung. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.